Jo Leute, Whitefox hier, willkommen zu einem weiteren Video. Heute bin ich auf Apexel unterwegs und es macht mega Bock und ich bin gerade auf meiner Insel. Ich zeige euch ein paar Updates. Ich habe auch ein paar Sachen kaputt gemacht, das hat sich viel verändert. Ja, ich habe jetzt auch VIP, das wisst ihr aber schon aus dem letzten Video. Ich werde noch ein paar Sachen live im Video machen. Let's go. Und zwar, ich habe hier meine Insel umgebaut. Ich habe den Spawn Point jetzt nach hier verlegt. Dann kann man hier von hier aus runter zur Kürbisfarm, die ich auch ein kleines bisschen erweitert habe nach da drüben. Man kann zum Cobblestone-Generator, den habe ich da auch hingebaut. Da farme ich dann immer ab und zu AFK. Da habe ich Portale hin, da bin ich aber nicht so weit, deswegen habe ich auch Quarz in den Inventar. Das werde ich noch weitermachen, also fertig machen. Dann kommt mir zum Hauptlager, das habe ich hier erweitert. Ein bisschen wollte es erweitern und dann wollte ich hinten Redstone-Technik hinmachen. Aber es gibt ein Redstone-Limit auf der Insel und das habe ich im Stream erreicht. Und das war mir nicht bewusst. Und ja, das heißt, ich konnte dann die Dinger hier nicht, das Redstone-Lager nicht fertig machen. Da packe ich halt die Sachen so von Hand rein, die Rüstung oder so zum Beispiel. Hier kommen die Minions hin, die muss ich noch von hier oben nach da unten umpositionieren. Wie gesagt, hier habe ich das Lager, nein, die Portale alle hin. Also wenn ihr jetzt mal keine Portale auf eurer Insel habt und auch nicht über das Fast Warp hier hinkommt, könnt ihr auf meine Insel kommen, ihr spawnt hier, dann geht ihr auf den Cobblestone Generator und ich werde hier dann noch in morgen oder so einen Weg hinbauen, dann könnt ihr zu den ganzen verschiedenen Portalen hin. Und ja, das war Punkt 1. Punkt 2 ist, ich habe die ganzen Inseln hier abgebaut. Das war früher auch noch so nicht. Ich hatte das Obsidian, war ich zu faul abzubauen, weil das dauert halt dann doch schon ziemlich lange. Dann habe ich, ja wie gesagt, mein Lager ein bisschen umgebaut, deswegen stehen hier die ganzen Kisten rum. Ich habe hier sehr viele Minions aufgestellt. Ich habe die Farmer Boots, das heißt, ich bin jetzt extrem schnell, also relativ schnell, sage ich jetzt mal. Ich habe ein Pet, ein Wolf. Ja, ich weiß, der ist nicht wirklich gut, aber der ist auch schon Level 44. Hallo. Dann habe ich die Rüstung voll verzaubert. Ich habe hier noch Anglerrüstung. Ich bin übel im Angler-Feeling. Ich habe hier die Legendary World of Champions. Habe ich mir gekauft für 1,8 Millionen, glaube ich. Das ist verzaubert. Ich bin schon für Level 16, deswegen kann ich sie auch benutzen. Ich habe hier ein paar Geschenke gesammelt, ein bisschen Green Candies gefarmt und so. Dann habe ich mir einen Stone gekauft, weil sonst bringt mir der Cobblestone Generator nichts. Dann den Runenbau habe ich jetzt schon länger. Und jetzt kommen wir zum größten, zum neuesten Ding. Ich habe das beste Schwert im Spiel. Man sieht es jetzt hier in dem Fall nicht, aber da oben, hier ganz oben, steht eigentlich Spicy Aspect of the End. Ihr seht, dass es ein Spicy ist, weil hier oben rechts steht der Spicy. Aspect of the End, das sieht man hauptsächlich an der Item Ability, an dem Dragon Raid. Und was neu dazugekommen ist, man braucht Combat Level 30, wenn man in Katakomben ist. Combat Level 18 habe ich mir neulich gefarmt, also ich bin hier Combat Level 18 frisch geworden. Ich habe 15.000 von 0.000 schon für Level 19. Ja, das heißt, das Spicy Aspect of the End benutze ich jetzt nicht mehr. Ja, wie gesagt, ich habe hier die Angel, die Sachen hier, da ist nichts Neues dran. Falls ihr euch bei der wundert, wieso ich mir nur die kleinen Suppen gönne, die nehme ich immer nur, wenn ich weiß, dass ich danach wieder AFK stehe, weil sonst wäre das ja mega die Verschwendung und deswegen gönne ich mir die jetzt nur hier, weil ich wieder 20 Minuten auf Insel sein oder so und dann halt wieder AFK stehen. Mir fehlen noch 9 Minions, glaube ich. Dann habe ich alle Minions mit Super Compactors ausgestattet. Die Pumpkin-Mine hatte ich eigentlich nur für die Schuhe, aber Pumpkins bringen auch ordentlich Geld, deswegen habe ich das da stehen gelassen. Im Eisen-Mine ist noch keiner drin, aber der produziert auch nicht so schnell. Hier habe ich einen drin, hier ist das Stack drin. Wir können mal die ganzen Minions lernen. Das mache ich jetzt mal Live-Video. Ich habe schon länger die Minions nicht gelernt. Dann holen wir das Quarz hier raus. Mein Wolf ist Level hoch. Das Quarz bringt auch extrem viel, ist mir so aufgefallen. Die Kohle-Minions habe ich vorhin schon mal gelernt, weil die sonst fast vollgelaufen wären. Den ganzen Clay, den können wir hier auch raussammeln. Wolf ist sogar schon auf 46. Und ja, Clay bringt leider nicht so viel. Aber guck mal, wenn ihr hier seht, das ist alles in kleine Cobblestone. Also das farme ich alles immer mit der Zeit. Ja, ich weiß, es ist jetzt auch nicht so krass, aber es ist wenigstens mal ein Anfang. Das kommt hier rein, das kommt hier rein. So, jetzt hier rein. Das kommt da rein, das ist Enchanted Quarz. Also das ist auch viel Enchanted Quarz. Enchanted Quarz Block, dazu brauchst du 2,5 Stacks hiervon. Können wir mal ausrechnen. 2,5 ist ein Block, das sind dann 2 Blöcke, das sind 1, 2, 3, 5, das sind 3, 4 Blöcke Enchanted Quarz, 4 Enchanted Quarz Blöcke. Und ich glaube, ein Enchanted Quarz Block bringt 160.000.
Wenn wir 160.000 mal 4 rechnen, 16 mal 4, da ist man bei 32, dann ist man bei 48, ist man bei 65, das heißt, es wären 560.000, wenn ich das Quarz da drüben alles verkaufe. So, wir waren hier beim Claiming, dann holen wir den Lapis, das Lapis Minion, der ist auch schon Level 8 und Super Compactor. Zwei Redstone Minions. Und dann hier hinten die ganzen Pig Minions. Da können wir auch ganz viele neue Sachen craften. Und die Coins kann ich auch noch alle einsammeln. So, dann kommen wir jetzt zu den drei Minions mit dem Super Compactor. Da war ein Stack drin in dem Fall. Hier ist sogar mehr als ein Stack drin. Und hier ist dann auch mehr als ein Stack drin. Das heißt, ich bin jetzt bei 3 Stacks und 19, die ich alleine aus den Minions rausbekommen habe. Und jetzt guckt euch mal an, was ich hier unten schon alles gefarmt, gesammelt habe. Ich habe hier nochmal vielleicht dezent viele Stacks und hier habe ich schon 10 Enchanted Grill Pork. Also das heißt, ich kann dann mir auch bald höchstwahrscheinlich das beste Schwert, also ein sehr gutes machen. Und zwar will ich mir ja das Pigment Sword machen. Das macht so ein Damage und so und dann kriege ich 300 mehr Defense, also wenn ich Rechtsklick mache, kriege ich 300 mehr Defense für 5 Sekunden. So, und dann machen wir nochmal ganz viel normale Pork. Das kommt wieder alles in die Kiste rein. Und dann nehmen wir uns auch das hier raus und das jetzt auch einmal so zum Vergleich. Ich bin bei 10, 2, 3, 4, 5. Das heißt, ich bin jetzt bei 15 und ich brauche 40 waren es, glaube ich. Also der Weg ist nicht mehr ganz so weit. Ja, ich brauche 48 dafür, also ich habe jetzt schon einen gewissen Teil. Ja, ich weiß, es ist noch nicht so viel. Ja, ich brauche auch nur noch 10 Minions für den 21. Minion-Slot. Ich brauche gleich auf jeden Fall nur noch 9, weil ich max jetzt mein Eisen-Minion. Das habe ich mir auch fürs Video aufgehoben. Das heißt, der ist dann Level 11. Upgrade. Den kann ich leider nicht maxen, das wäre viel zu teuer und auch so nicht. Den kann ich auf jeden Fall hochziehen. Den kann ich auch locker hochziehen und die auch. Das heißt, vielleicht schalten wir sogar den 21. Minion-Slot in diesem Video frei. Ich weiß es nicht. Also ich behalte hier immer gerne so ein bisschen was an Lapis drinne, dass ich einfach noch sozusagen ein bisschen Backup habe, wenn man das so nennen kann. Das heißt, wir ziehen erstmal das hier hoch. Gefühlt die Hälfte weg, Level 9. Den ziehen wir einmal hoch und den ziehen wir nochmal hoch. Schade, noch 2 Stacks. Da brauchen wir weitere. Nein, stimmt, ich habe keine 2 Stacks mehr. Egal, dann ziehe ich jetzt halt noch das Lapis-Minion hoch. Oh, 3 weitere Lapis-Blöcke. 1, 2, 3. Aber das ist für mich ja auch kein Problem. So, noch 7. Das heißt, Lapis-Minion 9. Was? 16? Ach du heilige Scheiße. Okay, 21 Sekunden. Okay, der ist jetzt auch fast full maxed. Das Clay-Minion ist schon lange maxed. Das könnt ihr auch hochziehen. Den nicht. Die könnte ich vielleicht sogar auch hochziehen. Okay, 8 Kohleblöcke könnte ich vielleicht sogar zusammenkriegen, wenn ich ehrlich bin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alter Carpentry auch ein Level hoch. Das heißt, das läuft auf jeden Fall schon mal. Das heißt, wir brauchen noch 6 weitere Minions und die kriege ich jetzt auch noch irgendwie hin, die 6 weiteren Minions. Level 11, das heißt, das ist auch maxed. Ich kann die Quarz-Minions noch hochziehen. Ah, 8 Stacks, das tut halt doch schon weh. So, das heißt, ich ziehe einmal das Minion hier hoch. Das heißt, ich habe keinen Quarz mehr. 5 weitere Minion-Slots noch. Guck mal, welches Minion habe ich ziemlich niedrig? Cobblestone-Minion, moin Meister. Ich habe hier den einen oder anderen Cobblestone. Der wird dir doch sicher gefallen. Ein Level hoch. 2 Level hoch. Alter, okay. Alter, 2 weitere Slots noch. Yo, das kriege ich ja easy hin. Maxed, nice. Das heißt, das Minion ist auch maxed. Das war jetzt nicht teuer, muss ich sagen. Welchen Minion könnte ich aufstellen? Keine Ahnung, was für Minion aufstellen. Auf jeden Fall kann ich euch mal so ein bisschen zeigen, wie ich so meine Insel umgebaut habe. Also ich habe das halt aufgenommen und dann im Timelapse abgespielt. Ich kann euch auch zeigen, wie ich im Stream mein automatisches Lagersystem kaputt gemacht habe. Weil ich habe halt irgendwie, ich glaube, es war, weil ich zu viel Redstone hatte. Dann sind halt hier hinten aus den Hoppern die Sachen rausgefallen, dass das sortiert werden kann. Das heißt, das ist jetzt so ein bisschen kaputt. Die Dinger leuchten, aber die Compactor leuchten auch bis dahin nicht mehr. Ja, das ist nicht so geil. Kann ich euch auf jeden Fall mal hier kurz einblenden.
So, also ihr habt jetzt gesehen, wie ich so meine Insel umgebaut habe. Ja, und jetzt würde ich noch sagen, jetzt stelle ich noch hier kurz die Minions um. Das kann ich auch kurz im Zeitraffer machen. Also wie gesagt, ich habe hier unten die Kürbisfarm erweitert. Die ernte ich auch ab und zu einfach mal so ab. Einfach so ein bisschen fürs Money. Ja, ich zeige euch jetzt noch, so, wie ich die Minions umstelle. Und dann war es das auch mit dem heutigen Video. So, das war's jetzt mit dem Video. Also die Minions, die Schweinminions, die packe ich noch weg. Aber die Minions hier vorne stehen auf jeden Fall schon mal und es läuft alles. Also freut mich auf jeden Fall. Und ja, ich hoffe, euch hat die Folge auch gefallen. Wenn es gefallen hat, lasst gerne ein Like. Oder wir sind zum nächsten Video. Ja, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.